So, da bin ich wieder. Ich wurde gerade ein wenig unterbrochen, was aber nicht ganz so schlimm ist, denn wir machen hier gleich weiter. So, wir wurden gerade eben noch angegriffen. Zum Glück haben wir hier keine Lebensanzeige oder sowas. Wir haben hier nur unseren Synchronitätsbalken. Und der füllt sich ja automatisch wieder auf mit der Zeit. Wie jetzt zum Beispiel. So ist es nicht ganz so schlimm, wenn wir mal getroffen werden. Wo ist er? Ah, hier. Hier sind natürlich überall Leichen. Okay. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ja, der Angriff war hart, würde ich jetzt mal behaupten. Was geht vor? Wovor läuft er davon? Alter Held, kommt! Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo okay. Gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Und die Überraschung ist echt lustig. Aber die werdet ihr natürlich gleich sehen. Ist er verrückt? Ja, kann man so sagen. Geht auf diese Plattform, Altair. Ui, ganz schön hoch. Da will ich nicht runterfallen. Heide! Gebt zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert. Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiter zu lichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel. Ich versichere euch, es ist kein Spiel. So sei es. Bringt mir die Geisel. Das war nicht nötig. Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange, bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem tumpen Recken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Herauf zum Herrn! Okay. Mein Bein! Mein Bein! Still! Oder die Templer werden uns hören. Bei ihm ging's wohl nicht ganz so gut. Bleibe zurück und kümmere mich um ihn. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde regnen. Welche Seile? Ach, denn. Oh, Mist. Ja, unser Held kann nicht schwimmen. Ja, schon wieder den ersten Fail. Mein Bein! Mein Bein! Still! Oder die Templer werden uns hören. So, wie musste ich das jetzt das letzte Mal machen? Ach ja, hier. Ich bleibe zurück und kümmere mich um ihn. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. So. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde regnen. Ja. Wie ihr wisst, seid ihr bei Simo LP und da heißt es natürlich failvolle Let's Plays, wie ihr schon beim Gothic 1, also doch beim Gothic 1 Let's Play gesehen habt.
Da habe ich ja auch am Anfang nicht mal, ja, hier rüber. Da habe ich ja nicht mal am Anfang die, ja, nicht mal gewusst, wie man Dinge aufhebt. Ja, was ich ja mittlerweile jetzt zum Glück weiß, also die nächsten Folgen werden da auf jeden Fall besser. So, jetzt müssen wir hier hochklettern. So. 1, 2. Also ich finde, das Klettern macht mit am meisten Spaß am ganzen Spiel. Ja, da will ich hoch. Also mit der Story ist das beste Feature im ganzen Spiel. Auch wenn es manchmal ein bisschen zeitaufwendig ist, gerade bei sowas ganz Hohem. Aber ist ja nicht so schlimm. So, wo ist die Falle? Also ist schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe, muss ich ehrlich zugeben. Das tat weh. Ihr habt es geschafft, Robert von hier zu verteidigen. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Sagt mir, wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. 3 einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das 2. Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das 3. und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden, direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, alter ihr. Oh. Er hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hole ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon 1-2 Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe. Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. So, da ist unser Bruder Desmond aus dem Animus herausgestiegen. Und wir können uns jetzt frei bewegen. Hier sehen wir auch die
zwei Wissenschaftler, die sie diskutieren. Schauen, ob wir sie besuchen können. Wohl nicht. Schauen wir uns mal hier weiter um. Hier ist ein bisschen, ich nenne es mal Hightech-Zeug. Also so sieht es bei mir daheim auch aus. Natürlich nicht. Ich habe auch einen ganz normalen Rechner wie jeder andere. Schöne Aussicht. So hell. So ein sehr, sehr modern gehaltenes Gebäude. Bei dem Equipment ist es auch kein Wunder. Kann ich was Computer machen? Okay. Dann gehen wir mal zum Büro. Ja, doch zum Büro, nenne ich es jetzt mal. Schreibtisch. Hier können wir auch nichts machen. Auch nicht. Hm. Dann schauen wir mal hierher. Also wir müssen auch auf jeden Fall Video überwacht. Also einfach abhauen oder so. Es funktioniert nicht. Diese Steuerung ist ein bisschen hakelig. Die ist beim zweiten Teil um einiges besser. Wie ich gehört habe, ich habe den zweiten Teil noch nicht gespielt. Oder darauf folgende. So, und das hier scheint unser Zimmer zu sein. Unser Kleiderschrank. Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Wieso? Da ist doch ein Kleiderschrank. Oder haben sie dir keine Klamotten mitgenommen? Ich weiß es gar nicht, wenn Sie von den Gefangenen meine Autorität in Frage stellen. Es gibt ein Wort dafür. Ich glaube, man nennt es Insubordination. Und ich mag es nicht, wenn Sie ihn töten, bevor wir unsere Arbeit beendet haben. Dafür gibt es auch ein Wort. Dumm. Lucy, das ist nicht meine Entscheidung. Ich mache die Deadlines nicht, aber ich bin klug genug, sie nicht in Frage zu stellen. Wollen Sie wie Lila enden? Ich weiß, der Unfall hat alles verändert. Weshalb wir keine Zeit haben, ihn zu verätschen? Wenn Sie ihn zu hart rannehmen, wird er zumachen und dann haben wir nichts. Jetzt haben wir auch nichts. Aber wir werden. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Fein, aber ich möchte, dass Sie sich Gedanken über seine Verweildauer machen. Wir können nicht bei jedem Schweißausbruch abbrechen. Schlimm genug, dass wir uns durch all diese nutzlosen Erinnerungen durcharbeiten müssen. Ich tue, was ich kann. So, die Lucy scheint mehr auf unserer Seite zu sein als der Doktor. Die Toilette hat nicht mal einen Klodeckel. Sehr, sehr schön. Würde ich es jetzt nicht behaupten. Aber immerhin genug Toilettenpapier. Nicht mal duschen können wir. Naja. Mal schauen, ob wir ein Pünktchen schlafen können. Wohl nicht. Nein. Da gehen wir einfach mal wieder Richtung Animus. Ach, jetzt kommen Sie wieder. Wir sind fertig für heute, Mr. Miles. Ich schlage vor, Sie gehen in Ihr Zimmer und ruhen sich aus. Liebend gern. Danke übrigens, Lucy, dass du dich für uns eingesetzt hast. Ach ja. Immerhin ein sehr bequemes Bett scheint es zu sein. Abgeschlossen. Ja, wir sind hier eingeschlossen. Naja. Wenn wir eh eingeschlossen sind, können wir auch pennen.